Eigentlich war Team Clash ein Projekt, was nicht hätte scheitern können. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt heute in Köln. Wir gehen dann gleich zur Academy. Heute ist der 6. Morgen ist der Videoday bzw. der Community Day. Das ist der liebe Mo von den Jumbos. Den habe ich gerade. Jumbo. Ist das? Kennst du nicht? Ja. Jumbo, ne? Mhm. Ja, wir gehen jetzt zur Academy und dann sehen wir uns dann. Ciao. Bei der Academy angekommen, haben aber keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich hoffe, das ist die Academy. Zahlen einfach rausnehmen und auch keine Ahnung, klickstechnisch kann man gucken, abonnententechnisch, da kann man sich auch komplett drauf verlassen irgendwo, aber ich glaube, wenn man es mit der Zielgruppe ist, ist es immer schwer, weil es auch echt viele Faker gibt. Wenn ihr in einem halligen Raum seid und habt das Mikrofon 3 Meter entfernt, vergesst es. Wir haben uns jetzt 3 weitere Vorträge angeguckt und jetzt gehen wir erstmal was essen. Wir haben jetzt schon Christoph Krachten, TC getroffen und Scene Take. Dan vom Scene Take und TC von White Teddy. Und jetzt gehen wir erstmal was essen, weil wir Hunger haben. Haben auch jetzt 1 Stunde frei und danach geht's weiter. Jo Leute, wir sind gerade beim Vapiano. Ich habe mir so eine schöne Carbonara hier bestellt. Und der Mo hat sich ein Mischmasch. Ja, das sind Henne mit Gorgonzola-Soße, Sahnesoße und Schinken. Und der Mo ist eine ganz liebe Person, denn er hat mich heute eingeladen. Wir gehen dann gleich wieder auf die Academy und man sieht sich dann. Jo, wir waren gerade essen und meiner Meinung nach hat es richtig lecker geschmeckt. Wie fandest du das, Mo? Hat mir gefallen, ich bin satt. Er ist satt. Das ist auch das Wichtigste. Mir ist ihm gerade auch noch vorhin, oder gerade ist mir noch aufgefallen, wir haben ja diese Armbändchen bekommen und da drauf steht Video Day Berlin. Ja, habe ich schon gemerkt, als ich es bekommen habe. Yeah. Und halt. Die wollen nicht extra irgendwas produzieren für dieses Event. Ich meine, es sind nur 200 Tickets. Ja. Von die meisten nicht. Ich glaube, sogar nur 120 wurden verkauft. Scheiß drauf. Kriegen wir einfach die Video Day Berlin Armbänder. Ist auch kein Problem. Ich stell dir mal vor, es wären 200 gewesen. Wo hätten wir dann bei TC gestanden? Ja, also bei TC war es so, wir hatten so einen richtig kleinen Raum und von den 120 Leuten sind ungefähr nur 40 dahin gegangen, aber der Raum war voll. Das bedeutete, einige Leute standen draußen. Ja, und, das kommt hin. Ja, und jetzt gehen wir halt zu dieser einen Sache da. Ich weiß selber nicht mehr, was jetzt gibt. Irgendwas wegen gesetzlich oder sowas. Na, erstmal haben wir noch Pause. Ich werde oben kostenlos Wasser trinken. Oben kostenlos Wasser trinken? Ich trinke oben kostenlos Cola, hatte ich ihm gerade erst. Weil mir sowas nicht spendiert hat. Ja, und ausnahmsweise. Nein, immer. Ich bin immer nett. Kannst du alle fragen. Also wenn ihr Essen braucht, meldet euch bei Mo, er gibt euch was. Meine Handynummer nicht in der Videobeschreibung. In 25 Minuten geht die nächste Präsentation los und man sieht sich dann. Ciao. Eigentlich war Team Clash ein Projekt, was nicht hätte scheitern können, weil, wie gesagt, niemandem wurde auf die Füße getreten. Alle hatten ihren Spaß dran irgendwie und es hat viele Leute auf einer Plattform so zusammengebracht. Wir wissen ja alle so ein bisschen, was gerade super gehypt wird. Welche YouTuber sehr erfolgreich sind und welchen Content, wie seht ihr das? Habt ihr da eine Meinung zu? War ein anstrengender Tag heute. Wir haben jetzt die letzte Vorführung der Academy gehabt. Das war jetzt noch mit 2 YouTube-Mitarbeitern, beziehungsweise mit einem YouTube-Mitarbeiter. Der andere hat einfach nur manchmal in die Masse einfach kommentiert, also gerufen. Und es war einfach ganz nice heute. Wir haben immer noch diese Videotape Berlin anwenden, aber wieso auch immer. Wir haben jetzt. Wann haben wir angefangen? Heute Morgen? 9. Wir haben um 9 Uhr angefangen, jetzt ist ungefähr 18 Uhr. Ja, 20 vor 6. Anstrengender Tag, da hinten ist noch der Dom. Und morgen geht's dann zum Community Day. Wann lädst du deine Vlogs hoch? Sonntag. Ab Sonntag könnt ihr dann bei ihm im Vlog sehen. Zum Community Day und wann lädst du das denn hoch? Heute? Echt? Das ist cool. Ich versuch's heute noch zu schnell. Ja, mach mal.
Ich versuch's. Ein Laptop bei oder? Ja. Man muss immer hier produktiv sein. Und dann sieht man sich dann morgen wieder. Ich versuch's zumindest. Wir sehen uns morgen wieder, verstanden? Ihr seht ihn morgen wieder, verstanden? Ja. Morgen ist sind noch ein paar andere Leute dabei. So, ich denke mal, dass die Rose dabei ist. Dann noch der Yannick. Eventuell Jungfrauen, ich weiß nicht. Mal gucken. Mal gucken. Wir sehen uns dann. Bis dann.